Nein. So, hätten wir das? Konzentriert euch nicht auf meine Haare, denn wir haben heute wichtigere Themen. Ich mache am Sonntag 3 Kreuze. Warum? Weil ich bei 3 Wahlen abstimmen werde. Wir haben hier in Köln Kommunalwahl, wir haben Europawahl und weil ich einen Migrationshinterteil habe, darf ich auch noch den Integrationsrat wählen. Und dann gibt's Leute, die beschweren sich, weil sie zur Europawahl gehen sollen und es nicht wollen. Ich gehe nicht zur EU, weil die EU ist blöd. Die hat mir Glühwein verboten. Der Euro macht alles teurer. Wir zahlen immer nur drauf. Ich hasse Kabel. Und die EU bewahrt mich davor, dass ich für jedes fucking Handy ein anderes Ladekabel habe. Da bin ich dankbar für. Und auch über ein paar andere Sachen, die die EU macht. Und jetzt ist es kurz vor der Wahl und jetzt ist es anscheinend total cool und hip, gegen die EU zu wettern. Ja, EU-Bashing ist voll in. Ist das euer Ernst? Ihr seid gegen die EU wegen den Glühbirnen und wegen ein paar anderen sinnlosen Gesetzen, die es in der Vergangenheit gab und die es bestimmt auch in der Zukunft geben wird? Geht ja auch nicht zur Bundestagswahl, weil es irgendwann mal doofe Gesetze gab in Deutschland. Ich meine einfach nur, klar, jedes Parlament hat schon mal dumme Gesetze verabschiedet. Ja, das ist halt so, weil Menschen sich streiten und jeder irgendwas dazu sagen muss und manche haben mehr Ahnung, manche weniger. Leider ist es oft so, dass diejenigen, die mehr Ahnung haben, nicht so laut brüllen und so viele Leute hinter sich versammeln wie diejenigen, die eigentlich keine Ahnung haben, aber sich so geil finden und das auch noch nach draußen so gut verkaufen können. Ich muss ja jetzt nicht das Standardargument eigentlich auspacken, oder? Dass wer nicht zur Wahl geht, denjenigen den Raum gibt, die vielleicht etwas wählen wollen, das wir nicht wählen würden. Also ich spreche da ganz klar von diesen ganzen eher rechten, meine Sache, rechten, verdammt, rechten Seite. Also jemand, der mir erzählt, ich soll nicht zur Wahl gehen, der kann nicht so hinter Demokratie stehen, sorry. Nachplappern von irgendwelchen Leuten, die im Internet irgendwas in der Kamera oder auf irgendeiner Demo irgendwas in ein Mikrofon gesprochen haben. Ich will ja wirklich nicht behaupten, dass die EU oder generell die Politik oder die da oben, das System gut ist und wir uns nicht beschweren sollen, nein. Aber hinzugehen und einfach nur zu sagen, sie machen doch eh nur, was sie wollen. Es bringt doch gar nichts, wenn ich zur Wahl gehe. Ich boykottiere die, indem ich nicht zur Wahl gehe. Ey, dein Ernst? Das ist denen da oben so scheißegal, dass du gerade die boykottierst. Und mal am Sonntag ein paar Meter zu gehen, also ich schätze mal, jeder von euch muss in irgendeiner Schule wählen, die fußläufig zu erreichen ist. Und da mal irgendwann zwischen morgens und abends hinzugehen und sich ein Papier zu schnappen und ein Kreuz zu machen, ist jetzt echt nicht die Welt. Ja? Ich muss 3 Kreuze machen, denkt daran!